Hallo und danke fürs Einschalten hier bei Hannover Defenders. Wir sehen heute schon wieder den alten Mann 56, den Heimo. Der ist diesmal unterwegs mit dem T28 KTS Fischerbucht. Wieder ein klassisches 357 Match. Heimo ist hier wieder mal Top-Tier. Ich habe das Replay selbst noch nicht gesehen. Heimo hatte das geschickt und hatte ich schon mal, glaube ich, erzählt. Wir stellen, also derjenige stellt das ein, der meint, ach, das war doch ein ganz schönes Gefecht und manchmal finden wir die Zeit und wandeln es um. Manchmal möchten wir es umwandeln, aber dann gab es ein Client-Update und ist dann nicht mehr verfügbar. Und wir bemühen uns halt immer rechtzeitig mal das anzuschauen oder umzuwandeln in eine Videodatei. Ja, T28 finde ich schöner Panzer. Er ist jetzt natürlich nicht so zügig unterwegs, aber als Jäger, wenn man mit ein bisschen Distanz, und das macht Heimo ja hier ganz gut, dann ist es auch schwer für den Gegner an diese seitlichen Ausbuchtungen hier zu treffen. Alter, der hat immer ein Glück, der Heimo. Ja, zwei Artis. Ja, nach dem Update dieser Karte würde ich ja sagen, es spielt sich vieles auf der ersten Linie ab, aber auch in der Mitte, so bei Emil 4, 5, 6. Die Stadt ist nicht mehr so umkämpft. Kann, wenn man sie vernachlässigt, natürlich auch ganz böse ins Auge gehen. Und ihr seht es ja, also T28, 25, 26 km/h ist natürlich dann doch eher langsam, bis man dann dahin kommt, wo man wirken möchte. Drei Artis im Spiel. Man ist hier auf der Freifläche schnell zu sehen. Ja, schön. Ah, was ist diese? Komm, den kannst du rausnehmen. Ja, das war wieder so ein Unding. Also manchmal denkt man, man hat Platzpatronen geschossen. Oh. 3. Ja, hier die letzte Distanz hier auf der Karte. Außer Stadt raus zum Cap ist dann doch eine lange Strecke. Und wenn ihr hier vorne bei Werther einstehen würdet, könnt ihr da ganz gut bekämpfen. Aber Heimo geht da einfach drauf. So, jetzt haben wir gesehen, entweder treibt er ihn raus und die Arti kann wirken. Ah. Jawohl. Hätte auch fürchterlich in die Hose gehen können. So, zack, es ist 10-10.
Und dann ist es immer besser, wenn der Gegner ja hat noch eine Arti, wir noch volle drei. Hummel M44, ja. Ich glaube so 20 Sekunden brauchen die. Das ist dann natürlich immer, kann unterstützend sein, kann aber auch furchtbar nah zum Nachteil sein. So, komm, hol dir den KV1. Weiß noch nicht, was ist mit dem T34. So, wenn sich da die Arti einig wäre und jeder so alle 5 Sekunden einen Schuss abgeben würde. Ja, anscheinend machen sie das auch. Na, da hat aber jemand geschlafen, wa? Aber 34 bewegt sich auch endlich. Ich glaube nicht, dass der 50-2 da noch bei Konrad 3 steht. Also wenn er ein bisschen Erfahrung hat, dann wird er nach vorne gehen und unsere Artis kalt machen. Ja, wie man sieht, bergauf 15 km/h ist natürlich furchtbar langsam. Und ich weiß jetzt nicht, auf den Testservern soll er ja kommen, dieser Radpanzer. Und was ich gehört habe, ist das Ding ja furchtbar, furchtbar schnell. Also 80, 90 km/h, das ist dann, ich glaube, da ist das Spiel noch nicht bereit für diese Panzer. Also, oder man müsste zwei Gruppen machen, also wirklich alte Panzer und die dann auch etwas langsamer werden. Maus, ja, eher 100. Type 5. Ach. Mensch, schon wieder. Oh, jetzt wird's eng. Ach, schon wieder daneben. Ah, komm, den kannst du jetzt rausnehmen. Sehr schön. Und schon wieder Top Gun. Ja, das geschieht. Das Glück habe ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten dann eher doch selten. Also entweder bin ich zu ungeduldig geworden, aber Top Gun kriege ich meistens nicht. Also 4, 5 Kills, ja, aber Top Gun ist schon. Ach, war auf sein Vater. Also, ja, das ist natürlich auch, ja, danke an den Gegner. Ach, und der 34 sogar noch Full HP. Entweder sucht er, geht er nur auf Spotting Damage, also ich glaube nicht. Also Kill hat er keinen, aber geht vielleicht auch auf, ja, Unterstützungsschaden oder Spotting Damage. Mensch, nur Eier doch mal los und mach die Arti auf und ein bisschen träge ist er schon.
So, und die SU 152, oh, die kann noch mal richtig gefährlich werden. Also das war unnötig für den T-34. Also selbst bei einer Arti Grille 5er, die ist schon relativ präzise und da kann das dann den Cap fahren ganz schön kurzfristig sein. Oh. Also, rechts steht die Arti an der Wand. Da in den Büschen, hier vorne, wird die stehen. Ja, wenn er Pech hat. Oh, Heimo, Heimo, Heimo. Da ist er. Guckst du, nimm sie raus, genau. Sehr schön. Hast du ein Glück. Jo. Ja, Wahnsinn. 7 Kills, 8 Kills. Menschenskinners. Also, Respekt. Schönes Spiel. Ihr seht hier gleich die Gefechtsergebnisse noch. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da. Hat es euch nicht gefallen, ein Dislike. Den ein oder anderen Kommentar, da würden wir uns drüber freuen. Und ein Abo, ja, das wäre schon nicht verkehrt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Terrorzwerg.